Liebste Rashalia, ich weiß nicht, wann ich diesen Brief abschicken kann, aber ich will meine Gedanken aufschreiben, ehe sie mir im Trubel der Ereignisse entgleiten. Ich hatte in Mandena eine Konfrontation mit einer Dienerin der Widersacherin, Faisina al-Khalil, die sich dort recht komfortabel in einem geschändeten Raya-Tempel eingerichtet hatte und mit einem verfluchten Collier die Menschen zu ihrer finsteren Herrin bekehrte. Ich tötete sie und nahm das Collier an mich. Das konnte die Widersacherin natürlich nicht ungerecht lassen. Sie machte mir erneut ein Angebot und war dabei recht beharrlich. Zum Glück bin ich mit einer Maga befreundet und so musste ich mich der Versucherin nicht alleine stellen. Betete bis zur Morgenröte. Dann führte meine Freundin Isarun einen Exorzismus durch. Der Kampf war hart. Doch Isaruns Kantus verwob sich mit meinem Gebet und auch Rajas Gnade konnten wir den Einfluss der Widersacherin zurückdrängen. Soweit, so gut. Doch als sich meine Gedanken wieder klärten, ließ mich ein Detail nicht los, das die Paktiererin erwähnt hatte. Während ich mich selbst als Dienerin der einen und einzigen ausgab, meinte sie zu mir im Plauderton, dass ja weit mehr Priesterinnen noch am Leben seien und weiter ihren Geschäften nachgingen, als die Raya-Kirche glaube. Das ließ mich stutzen. Vielleicht messe ich der Prahlerei einer exilierten Paktiererin, die von einer Tempelherrin zu einer Bordellbetreiberin herabgesunken ist, zu viel Gewicht bei. Doch wir sollten wachsam sein. Wer kann wissen, wo sich diese sogenannten Priesterinnen heute aufhalten? Und wie viele es wirklich sind. Sie könnten längst in unseren Städten sein. Oder sie sind immer noch dort, in Aranien, und verbergen ihr wahres Gesicht hinter einem Gespinst aus Lügen. Ich weiß, in Fasar entgeht kaum etwas eurer Aufmerksamkeit. Aber warnt auch die anderen Tempel. Wir dürfen das nicht ignorieren. Ich selbst werde mich schnellstmöglich nach Zorgan begeben. Die Liebe unserer Göttin sei allezeit mit euch. Sulamin al-Shabra. Liebste Sulamin, Kind der Göttin, deine jähe Abreise hat ein großes Loch in Fasar hinterlassen, was jedoch schnell mit Chaos gefüllt wurde. Eure Angelegenheiten mit Manach Targum hat zu Straßenkämpfen geführt, zahlreiche Brückenstürze, doch sei unbesorgt, es ist niemand Wichtiges ums Leben gekommen. Deine Erkenntnisse bestürzen mich, doch überraschen sie mich viel weniger, als ich es eigentlich sein sollte. Wenn deine Zeit es zulässt, so bleibe Fasar fern, lass Wasser den Gadang entlang fließen und verweile in Zorgan. Versuche herauszufinden, wie viel Wahres in der falschen Zunge verborgen lag und bringe die tödlichen Rosen ans Licht. Geschrieben im Auftrage für und diktiert von Rashalia zu Fasar. Geehrter, hochgelehrter Magus, Held Aventuriens, Abelmir Jamorenes de Betana, Sohn der Festina Damodil, Signore e Leutnant, Ehrenritter der Verschwesterten Mittelreiches unter Rohayas Gnaden, Drachentöter und Heptarchenschlechter. Hiermit heben wir die Verbannung auf und euch sei der Einlass in die Mutter aller Städte wieder erlaubt. Wir begrüßen eure Heimkehr ins Reich und die Travia-gefällige Hochzeit, so sie denn gewünscht sei. Ebenso beglückwünschen wir euch zu der erfolgreichen Hinrichtung des Unersättlichen. Sherides Sabadamara, Vorsitzende der Zorganer Verwaltung und Gerichtsbarkeit, Travia di Concione Familiare behüte, Praios als Judikator, die Gerechtigkeit bewahre, effert mit uns. Ausruf, Söhne und Töchter des Mitleidlosen! Ein Bruder ruft euch zur chorgefälligen Schlacht gegen die Paktierer und ihre Archen. Ich brauche erfahrene Matrosen ohne Angst und Furcht. Ihr solltet Effard preisen, aber ihr müsst Chor im Herzen tragen und seine heiligen Hallen endlich betreten wollen. Ich zahle den chorgefälligen Satz und garantiere für vertragliche Treue. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wenn ihr immer schon einmal mit einer Basaltfaust unterwegs sein wolltet, dann seid ihr bei diesem Alvarans-Kommando genau richtig. Wenn euch bei der Erwähnung des Namens Abelmir Jamorenes nicht die Knie schlottern,
sondern ihr jubiliert, endlich an seiner Seite kämpfen zu dürfen. Dann und nur dann kommt nach Zorgan in die Taverne zum halben Hum bis Ende Praios 1031. Anmerkung: Wenn einer von euch Arschlöchern meinen Bär auch nur schief anguckt, bekommt er auf die Fresse. Rafim Goldforst, Sohn des Chor. Statusbericht, Rafim Goldforst. Chor zum Gruße, Großmeister Delazar. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit, Großmeister Delazar. Der Einsatzurlaub verläuft planmäßig und ich werde nun in Schritt 4 übergehen. Die Ziraner sind tot und vernichtet. Der Zweckfrieden mit Tafax scheint vorerst zu halten. Die heiligen Quellen wurden gesichert. Die unbesiegbare Legion hat erfahren, was die Basaltfaust mit Feinden macht. Die blutige See wird immer schlimmer. Leider scheint sowohl das Mittelreich als auch die örtlichen Mächte nicht in der Lage zu sein, für Ordnung zu sorgen. Die Vernichtung der Paktierer und ihrer Archen sollte höchste Priorität erhalten. Ich werde mich mit meinen Gefährten auf die chorgefällige Jagd begeben. Bedauerlicherweise werden die lokalen verbündeten Kräfte nicht ausreichen, um den Einsatz erfolgreich zu beenden. Ich sollte in der Lage sein, 50 Infanteristen zu akquirieren, sowie einen Großteil meines lokalen Netzwerks nutzen zu können, um geldliche Mittel und Matrosen zu besorgen. Allerdings benötige ich dringend einige Seekriegsmagier. Solltet ihr die Mission weiterer Unterstützung für würdig beachten, würde ich mich über eine Zuteilung von erfahrenen Seekriegsmagiern aus der Heimat freuen. Da sich die lokale Verbündete Spogelsen zurück ins Mittelreich begibt, fehlt uns einfach magische Feuerkraft. Wir werden in nicht allzu ferner Zukunft die Heimat besuchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Gefährten die Möglichkeit geben würdet, unsere Ordensfestung zu besuchen. Ich weiß, dies ist eher ungewöhnlich, aber meine Gefährten haben sich mehr als würdig erwiesen, diese Ehre zu empfangen. Im gleichen Atemzug würde ich darum bitten, dass wir Jarlan Greifenmund während seiner Anwesenheit unter unseren Schutz stellen. Ich benötige ihn für die weitere Jagd auf die Archen. An Boy findet ihr einen Ausgang für den Chortempel. Ich bitte euch, diesen anzubringen und wenn möglich, für diesen göttergefälligen Auftrag ein paar Ausrufe anzuheuern. Zudem liegt noch ein Brief an Goldo Paligan bei. Wenn ihr es erlaubt, würde ich ihn auch um seine Unterstützung bitten in der Jagd auf den Ausgestoßenen der Familie Paligan und seine Eiche. Ich würde euch bitten, den Brief zu lesen. Und wenn ihr meiner Bitte zustimmt, ihn zu siegeln und Goldo Paligan bringen zu lassen. Falls der Brief euch nicht zusagt, verbrennt ihn einfach. In ewiger Treue ergeben. Rafim, Goldforst, Sohn des Chor. Mira, Bärenforst, Tochter des Firun. Bruder, ich beglückwünsche dich zum Tod des Unersättlichen. Sein Kopf wird unsere Hallen schmücken, dein Speer soll ihn stützen. Erzähl mir unbedingt, wie man die im Vergleich dann doch recht schwer zu besiegende Legion von Jagmonit in den Staub tritt. Am besten bei einem Bier. Ich habe mit dem Patriarchen gesprochen. Dein Urlaub wird verlängert. Die blutige See hat in den namenlosen Tagen vor kurzem etwas ausgespuckt, was uns sicherlich Ärger bereiten wird. Vor Selem kochte das Meer und ward tiefschwarz. Wir haben zwei Biremen verloren, als wir heute eben auf den Grund gehen wollten. Die Hofmager rennt zurück zu ihrem Frauchen. Sie weint vor Angst und ihr schlottern die Knie. War nicht anders zu erwarten. Doch vertraue in den Kodex und deine Brüder. Wir werden einen harten Hund aussuchen, der euch unterstützt. Jetzt, wo euch der Moralapostel entschwunden ist. Er wird nach einer Zeremonie vor Ort kurz nach dem Brief folgen, Bruder. Deine Gefährten dürfen die Ordensfestung besuchen. Ich werde die Dukatengarde instruieren und alles gegen Spionage absichern. Den Brief werde ich zu deinem Wohle verbrennen, Bruder. Ich weiß, dass du kurze Zeit in seinen Diensten standest, doch Goldo hat keine Kinder mehr. Erwähne den Namen des Verstorbenen nicht, denn er mag nicht an ihn erinnert werden. Wohl aber kann ich in den Tavernen ein paar Schläger auftreiben, die sich mit dir in die See stürzen und Charybdorots Tentakel herausreißen. Chor mit dir. R.D. PS, ich habe Mira noch eine Kiste Elefantenfleisch mitgeschickt. PPS, ich habe dir noch eine gute Auswahl an Drogen mitgeschickt. PPPS, ich schicke dir auch noch mehr Bier mit. PPPS, viele Magier sind hier im Müll.
Die Suche wird wohl doch noch etwas lange dauern. Erhabene Mondsilbersultana der Sharika al-Madabasari. Mit Xeran, dem Unersättlichen, ist Fex zum Gefallen ein weiterer Heptarch gefallen. Und erneut geschah es auf Betreiben jenes Helden, der euch noch unter dem Namen Jalan Greifenmund vom Schnattermoor oder auch Ukurian von Zorgan bekannt sein dürfte. Doch der Preis für diese Ruhmestat war hoch, und so schwor seine Gnaden Ukurian vor den Göttern, nicht eher zu ruhen, als bis auch der letzte Heptarch gestürzt ist oder Boron ihn zu sich nimmt. Schon einmal geriet er mit dem schwarzen Admiral Darion Paligan aneinander. Und so ist dies der nächste Name auf seiner Liste. Doch brauchen wir, denn auch ich habe inzwischen die Ehre, mich zu seinen Gefährten zu zählen, ein Schiff. Und nicht irgendein Schiff, wenn wir der Plagenbringer die Stirn bieten wollen. Einst, als Ukurian noch einen anderen Namen führte, haben er und seine Mitstreiter Feuer mit Feuer bekämpft, indem sie auf der Dämonenarche Gezeitenspinne fuhren. Doch seiner Gnaden Tage als Kapitän einer Dämonenarche sind lange vorbei. Und so erbitten wir von euch die Gunst des Fuchsgottes in klingender Münze und göttlichem Segen, um mit einem Schiff in See stechen zu können, das dieser gewaltigen Aufgabe gewachsen ist. Auf dass aus der blutigen See wieder das Perlenmeer werde und der Handel wieder frei zwischen den Häfen der Ostküste zirkuliere, dass es Fex eine Freude ist. Erinnert euch, euer Hoheit, was die Handelshäuser seiner Gnaden Ukurian schulden für die Archen, die er und seine Gefährten vernichtet haben. Und stellt euch vor, was ihr zu gewinnen habt, sollte er erneut Erfolg haben. Man mag von ihm halten, was man will, doch ihr wisst, wenn einer es schaffen kann, dann er. Das hat er mehr als einmal bewiesen, und die Helden, die er um sich schart, sind die Besten der Besten. Solltet ihr Fragen zu unseren Plänen haben, um euch in eurer Weisheit selbst ein Bild von den Erfolgsaussichten des Unterfangens zu machen, würden wir uns geehrt fühlen, euch zu einem persönlichen Gespräch zu treffen, sobald meine Gefährten in Zorgan eingetroffen sind. Der Segen aller 12 Götter sei mit euch. Tarfsunya Zulamin al-Shabra Sala Rishalia Echerkalil. Im Namen der Archentöter um Ukurian von Zorgan und Abelmir Yamorenis. PS? Sollte uns die Sharika al-Madabasari ein geeignetes Schiff zur Verfügung stellen oder sich als Hauptgeldgeberin der Unternehmung hervortun, würden wir, so es denn euer Wunsch ist, den Zusatz Mondsilbern in den Namen des Schiffes aufnehmen. Werte Tochter der Wüste, Kind Vasars, Drachentöterin, Auserwählte von der schönen Göttin und Heldin des Reiches, liebe Zulamin, mit großem Interesse habe ich deinen Brief studiert und mir sind selbstverständlich die Helden ein Begriff. Ich habe bereits vor 2 Jahren zur Kenntnis genommen, dass du dich mit dem Sohn der Sonne angeschlossen hast. Auch sind mir die Gerüchte rund um Jalan Goldhand bekannt, doch sie schrecken mich nicht. Auch Abelmir ist mein Begriff, so hat doch sein Prozess rund um Elborum, den Hofstaat meiner Schwiegertochter, lange Zeit amüsiert. Auch wenn wir wenige Soldaten entbieten können, so werden wir doch mit dem unterstützen, was wir zu bieten haben. Gerne ist die Sharika al-Madabasari bereit, euch mit Silber auf eurem Weg zu begleiten. So verlangen wir als Gegenleistung keinen Ruhm und Nennung unserer Namen, doch würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns in einigen Belangen unterstützen würdet. Sollten wir im Rahmen eurer Kampagne selbst Hilfe von euch benötigen, von euch Helden, so werden wir nicht zögern, euch aufzusuchen und uns freuen, wenn ihr unserer Bitte umgehend nachkommt. Die Gesellschaft glaubt, dass euch mit 100.000 Silbermünzen sicherlich aufs Erste geholfen sein wird. Besucht uns gerne im Palastviertel, so ihr denn in Zorgan auftaucht. Eleonora, Arkos und ich freuen uns, euch in den Rosengärten begrüßen zu dürfen. Die Götter mit euch, lasst uns ein Bündnis im Namen Fexens schließen. Mit den besten Grüßen, Herrin von Zorgan, Mondsilbersultana der Madabasari, erste Händlerin, Bewahrerin der Sternenhöhle, Mutter von Arkos, Schar dem Zweiten, Königin Mutter von Eleonora, Sybia al-Nabab. Anschlag in einer Schenke in Kunchon. Helden gesucht. Harte Arbeit, geringe Bezahlung, Wiederkehr ungewiss.
Seefahrer, Söldner und Abenteurer aufgemerkt. Seid ihr harte Veteranen? Ist das Glück der Dreisten und Verzweifelten mit euch? Habt ihr dem Tod ins Auge gesehen? Ängstigt ihr euch nicht vor Piraten, Dämonen und dem Erzbaktierer Darion Polygon selbst? Dann hat eure glückliche Stunde geschlagen. Die großen und berühmten Helden Omyalan Archentöter und Abelmir Yamorenes Heptarchenschlechter suchen tapfere Recken, um den Handlangern der schwimmenden Heptarchie vorzeitig zu ihrer finsteren Herren zu verhelfen. Alle Helden und solche, die es werden wollen, sind aufgerufen, diesem rechtschaffensten aller Feldzüge teilzunehmen. Wenn ihr nicht nur mutig, sondern auch fähig seid, warten an Bord Ruhm, der Segen der unsterblichen Zwölf und ein Anteil an fetter Beute auf euch. Jedem, der sich auf Jahr und Tag verpflichtet, sind 3 warme Mahlzeiten am Tag, Besoldung nach Kunchumar Kodex und ein Grabsegen durch Geweihte der Zwölfe garantiert. Anschreibung jeden Rohalstag in der Schenke Seebestattung. Torvaler und Donnerbacher unerwünscht. Zu Händen ihrer aller 12 göttlichsten Majestät, Rohaya von Gareth. Euer Majestät, lasst mich euch zunächst versichern, dass die Gerüchte sowohl um mein Ableben wie auch meinen Ruhestand betreffend reichlich übertrieben sind. Ich schreibe auf dem Fuße des jüngsten Schlages gegen die Heptarchien, der im Tod des Unersättlichen und der Vernichtung seiner zunehmend untreffend benannten unbesiegbaren Legion endete. Während es wahr ist, dass der Erzverräter Hafax die xeranischen Besatzungen südlich der Tobimora an sich reißen konnte, ist es uns gelungen, das Ilsoro Umland sowie die Stadt selbst zu befreien und einen harten Schlag gegen die Piraterie im Perlenmeer zu landen. Nun ist der Moment gekommen, das Schicksal zu ergreifen und die Speerspitze weiter ins Herz des Erzfeindes zu treiben. Meine Kameraden und ich haben die einzigartig befähigte Gruppe von Heroen und Verbündeten versammelt, deren Liste an Heldentaten zu benennen, sowohl die unermüdliche Arbeit des R.P., der euch, Fex gesegnet, sicherlich bestens auf dem Laufen hätte beleidigen, wie auch die Taube, die diesen Brief trägt, zu Tode quälen würde. Solch ist ihre Mannigfaltigkeit. Nun bitte ich also, Eure Majestät, uns beizustehen, euer Reich in seiner östlichsten Ausdehnung zu verteidigen. Wohl bewusst ist mir, dass die Notwendigkeiten des Krieges die kaiserliche Schatzkammer erschöpft haben. Aber wenn ihr unsere Vorhaben für unterstützenswert haltet, so können eure persönliche Bürgschaft sowie eine Bekräftigung eurer kaiserlichen Autorität mir helfen, Geldmittel zu beschaffen. Gold, welches wir verwenden werden, um den Krieg auf der See an die Haustüre der schwimmenden Heptarchie zu tragen. Einen Krieg, der auch dem Erzverräter Hafax teuer zu stehen kommen mag. Einen Krieg, der das Erbe eures Ahnen Reto, Boron hab ihn selig, die Insel Maraskan, wieder in Griffweite kaiserlicher Autorität zu verrücken vermag. Einen Krieg, den ich bis zu meinem letzten Atemzug zu führen gedenke. Sollte eure kaiserliche Majestät erbarmen, mir derlei Unterstützung zu gewähren, möge sie mich im Kunchumar-Konto Perlenwacht erreichen. Euer untergehendster Diener, Yalan Heptarchenschlechter. Werter Yalan Greifenmund, genannt Goldhand, derer zu Schnattermoor, Ritter von Gareth, Drachentöter, geweihter zu Zorgan, Baron von Helmenport. Wir, die Kaiserin, haben bereits mit unserer Hofmager über die Ereignisse während eurer Städterundreise in unserem Reiche gesprochen. Wir, die Kaiserin, beglückwünschen euch und die anderen Helden, dass ihr den Heptarchen X auf die Seelenwaage vor Boron gesandt habt. Die Inselkette Maraskan wurde von der Kaiserin Urgroßvater Reto ins Reich eingegliedert und befindet sich seitdem in unserem Besitz. Da ihr, der Baron der Landschaft Helmenport seid, obliegt es euch seit jeher, diese zu bewirten und für Sicherheit zu garantieren. Wir, die Kaiserin, haben euch in den letzten Kriegswirren die Steuern erlassen, doch nun, in Friedenszeiten, erwarten wir, die Kaiserin, dass ihr Steuern in Form von Nahrung oder exotischen Waren zurück ins Mittelreich einführt. Unser Kämmerer erwartet einen vorläufigen Bericht der Jahreszahlen für das Jahr 1031 mit den geschätzten Einnahmen der barönlichen Ländereien. Praios behüte, Rondra im Schild, Hesindes Weisheit mit euch und eine Prise Glück, Kaiserin des Mittelreiches, Königin von Gerätien, der Parthien, Almada und dem Kosch, Rohaya von Gareth. Aufstellung der Abgabenlast der Baronie Helmenport, Grafschaft Sanzerac, Fürstkomtorei Maraskan. Zu Händen des Lehnsherren Graf Sanzerac, in Personalunion Kaiserin Rohaya von Gareth, in Vertretung Reichskämmerin Argiope Paligan. Einwohner nach letzter Schätzung, 14 Mann. Einnahmen aus Kopfsteuer, 0. Einnahmen aus Ernteabgabe, 0. Einnahmen aus Wehrgeld, 0. Einnahmen aus Erbschaftssteuern, 0. Einnahmen aus der Domäne des Lehnsnehmers, 0. Abführbare Abgaben an den Lehnsnehmer Graf Sanzerac. Abgaben bestehend aus Wehrgeld, 0. 10. Teil der Einnahmen, 0. Abführbare Abgaben an die Kaiserkrone. Kopfsteuer nach letzter Setzung, 14 Dukaten. Davon abgeführt in Barschaft, 14 Dukaten. In Ermangelung persönlichen Eintriebs durch den Lehnsnehmer geltend machende Überstellungskosten, insgesamt 13 Dukaten. Entnehmt folglich die Abgabensumme von 1 Dukaten, 0 Silbertalern, 0 Hellern und 0 Kreuzern. Bezeugt und geprüft von der Kirche des Fuchses. Gepriesen sei das Haus Gareth.
Zu Händen seiner kaiserlichen Majestät, Selendian Hal von Gareth zu Punin. Eure kaiserliche Hoheit. Ich hoffe, dieses Schreiben erreicht euch in bester Gesundheit und in bester Erinnerung unserer gemeinsamen Heldentaten auf dem Schlachtfeld der drei Kaiser. Ich schreibe euch in Zeiten der Not, aber auch der Gelegenheiten. Es ergab sich jüngst, dass sich eine Öffnung im Harnisch der schwimmenden Heptarchie offenbart hat, in den wir nun nur noch die Klinge treiben müssen. Die Welt und die Götter verstehen, dass die Last der Pflicht es euch nicht erlaubt, hinauszuziehen und Heldentaten in der Ferne anzustreben. Schließlich braucht euer Volk euch. Aber ich bin Jarlan ohne Land. Frei, dorthin zu gehen, wo unsere Feinde schwach sind, und zuzudrücken, bis es ihnen wehtut. Nun ersuche ich euch also, euer Hoheit, um eure Hilfe bei solchen Heldentaten. Eine Bürgschaft in eurem Namen würde es mir und meinen Verbündeten erlauben, Schiff und Mannschaft zu finanzieren, um den Kampf ins Hinterzimmer unserer Feinde zu bringen. Lasst uns ein weiteres Mal zusammen Heldentaten vollbringen. Wenn nicht im Leib, dann wohl im Geiste. Denn die ganze Welt soll von eurer kräftigen Unterstützung dieses Unterfangens erfahren. Nicht zuletzt eure Schwester, Fake segne sie. Sollte Rondra euer Herz mit Heldenmut füllen, erreicht ihr mich im Konto Perlenwacht zu Kunchom. Euer treuer Kampfgefährte, Jarlan Drachentöter. Hallo Jarlan, die Götter mit dir. Mir geht es gut, wie geht's dir? Ich freue mich mal wieder, was von dir zu hören. Seit der Schlacht der zwei Kaiser und Rohaya habe ich leider nichts mehr von dir gehört. Ich habe gehofft, dass du mein erster Ritter in Punin wirst. Als du um Hilfe gefragt hast, habe ich meine Großmutter Alara gefragt, aber ich darf als Kaiser nicht mehr Held sein. Gerne würde ich mit dir kämpfen. Die Lage im Horasreich hat sich nach dem Verschwinden von Timur beruhigt und die Pferdezucht verläuft wie von selbst. Auch wenn meine Großmutter Nein gesagt hat, so werde ich doch 10.000 Dukaten als Versprechen der Kaiserkrone gültig machen, um sie aus meiner Kasse abzuzweigen. Wenn Rohaya davon erfährt und dir mehr Geld gibt, sag mir bitte Bescheid, dann gebe ich dir auch mehr Geld. Mehr als sie dir gegeben hat. Besuch mich bald in Punin. In Freundschaft, Kaiser Selindia. Hallo Ayla, mir geht es gut. Wie geht es dir? Wir haben Xeran geschlagen. Seine unbesiegbare Legion ist Geschichte und Ilsur ist wieder sicher. Aber das weißt du ja sicher schon. Allerdings wollte ich dir berichten, was mir widerfahren ist, als wir auf diese abenteuerliche Queste gesegelt sind. Manche mögen es für ein Zeichen halten. Doch als wir gen Mendena segelten, um Xeran zu stürzen, da ward es auf einmal unruhig im Wasser. Wogen peitschten an das Schiff und ein Zittern ging von der Gischt aus. Und wie ich so ins Wasser blickte, erhob sich aus der See eine Galeonsfigur, die, wie man mir später sagte, zu Eisenwald gehören mag. Bergen konnten wir sie nicht, doch das Zeichen ist klar. Es gibt noch Unerledigtes in der blutigen See. Und auch wenn Xeran gefallen sein mag, wir kämpfen weiter. Ein Auftrag der Götter, Gerechtigkeit für die Schiffe und das Joch von dieser verheerten See zu nehmen. Doch dieses können wir nicht allein erfüllen. Daher bitte ich dich um deine Unterstützung, monetärer oder personeller Art, zur Bewältigung dieser großen Aufgabe. In freundschaftlicher Verbundenheit, Voltax von den Wogen. Ihr habt die Schattenwesenheiten, die Feinde aller zwölf mit kühler Klinge an der Kehle erwischt. Zögert nicht und befreit uns alle von dem Monstrum Plagenbringer, so ihr es denn schaffet. Unzählige Leben und Seelen waren geraubt und ein Hohn für die Schöpfung, gar selbst ist sie. Zerstört die Daimonenarche in Rondras Namen. Nur im Kampf können wir uns bewähren. Der Wille der Herren ist unser Befehl. Lieber Boltax, ich entsende dir drei junge Geweihte der Kirche aus Perikum. Sie haben ein wenig hitzigeres Gemüt als damals Ahmad Chadar al-Bakr ibn Nasreddin. Doch auch sie sind mein Wort und mein Schwertarm, vertreten die Kirche, wo ich es nicht kann. Viel Erfolg und Glück. Effert mit euch. A.V.S. Hallo, Väterchen. Ich muss einmal mehr meinen Verpflichtungen nachkommen. Du weißt, habe ich ja letztens erst einen Pakt mit dem grauen Mann geschlossen, um den schwarzen Drax zu Fall zu bringen. Anders wäre dies wohl nicht gelungen. Nun muss ich seiner Bitte nachkommen und auf der blutigen See für Ordnung sorgen. Ja, ich weiß, ein Zwerg auf See, unerhört. Aber es muss getan sein. Außerdem hörte ich von Seeschlangen, gewissermaßen Drax des Wassers. Kannst du uns wohl mit ein, zwei potenten Geschützen aushelfen? Angrosch und Sumo mit dir, Voltax von den Wogen. Das Väterchen behüte dich. Ein Zwerg auf See. Wenn ich das den anderen erzähle, brüllen sie vor Lachen. Berichte unbedingt weiterhin. Ich brauche neue Witze für die Pilztavernen. Ich schicke dir 10 Rotzen, schwere Rotzen, aus Zwergenguss. Pass auf dich auf. Albrax. An die Großadmiralin des Horas, Comtessa Daria Quent.
Euer Edelgeboren, ich schreibe euch als ein ergebener Diener des Horas und ersuche um eure Aufmerksamkeit für eine heikle, doch nichtsdestotrotz göttergefällige Grabe. Ihr mögt im Verlauf der vergangenen Jahre von mir und meinen Gefährten Kunde vernommen zu haben im Kampf gegen die Schwarzen Lander, ihre despotischen Eptarchen und unser Ruhm im Kampf gegen die blutige See. Abermals führt uns unser Weg an die Gestade des Perlmeeres, um den Feind in Gestalt des Heptarchen Darion Paligan und seiner monströsen Dämonenarche Plagenbringer zu vernichten. Dies kann aber nur gelingen mit der Hilfe des Horas, seiner Admiralen und den besten Schiffen und den tapfersten Seemännern. Ich bitte euch als Admiralin seiner kaiserlichen Majestät, mir ein Schiff zur Verfügung zu stellen, das dieser Aufgabe gewachsen ist. Ich verfüge über die notwendigen finanziellen Sicherheiten, um die Auslöse für eine Königsschivone samt Ausrüstung zu stellen. Ich bin mir bewusst, dass dieses Ansehen und diese Herangehensweise ungewöhnlich ist, doch ist Satinov in seinem Lauf unerbittlich und gegen uns. Ich bin mir zweifelsohne sicher, dass nur eine horasische Schivone den Kampf gegen eine Arche aufnehmen kann, und nur mit einer Schiffsmannschaft der tapfersten Horasier kann diese Schlacht geschlagen und gewonnen werden. Phrygaios hat gezeigt, dass nichts und niemand gegen ein horasisches Schiff bestehen kann. Der Weitblick, den man euch zusagt, mag die Gelegenheit und das Potenzial erkennen, die ein freies Perlmeer und den Schutz unserer südlichen Kolonien in der Karibik bieten. Der Kampf gegen den heptarchen Paligan und den verfluchten Splitter der tiefen Tochter ist auch der Kampf unseres Reiches um das Überleben und Gedeihen unserer Kultur. Der Splitter muss geborgen und vernichtet werden. Dieses Schiff ist die Geburtsstunde des endgültigen Sieges über unsere Feinde und aller ihrer Diener. Nehmt diesen Brief und erwartet mich in Bälde, in Kuslik, um euch meine Aufwartung zu machen und die Pläne zu erläutern. Als ewig treuer Diener des Horas verbleibe ich euch demütig. Ritter des Haus Gareth, Magus, Drachentöter und Heptarchenschlechter, Signorino Abelmir Jamorenes. Ruhm und Ehre dem Horas, Monsignorino Abelmir Jamorenes. Euer Brief ging einige Zeit in den verschiedensten Politikern und Staatskünstlern im Reiche umher. Von Kuslik bis Winsalt und Betana haben wir über euer Ansinnen nachgedacht und gegrübelt. Wir sind bereit, euch eine Kriegsschivone zur Verfügung zu stellen. Da der Neubau einige Zeit in Anspruch nehme, übermitteln wir euch ein entmilitarisiertes Schiff aus unserem großartigen Bestand. Sie ist bereits feuererprobt und hat zahlreiche Schlachten ihren Wert bewiesen. Mit einem horasischen Kapitän als Heer und Helden an eurer Seite von eurem Formate wird die mittelreichische Perlenmeerflotte wenig Einspruch gegen unser Schiff in ihrem Gewässer haben. Ruhm und Ehre dem Horas. Direktor Sumudan von Aldyra von der DPA lässt anfragen, weshalb ihr eure Briefkontakte eingestellt habt und seither nichts von euren Erkenntnissen an uns weitergetragen habt. Durch den Thronfolgekrieg haben wir zwar weiterhin gewusst, dass ihr operiert, doch wir hatten keine Muße, um hinter euch herzureiten. Da sich die Umstände nun allerdings geändert haben, würden wir verbindliche Briefe ins Horasreich doch wieder erwarten. Sicherlich habt ihr im Feindesland gearbeitet, doch dies soll nicht als Entschuldigung gelten. Ein Soldat und Agent der DBA entschuldigt sich generell nicht, doch wir erwarten eine Erklärung. Die Schivone wird mit einer Rumpfmannschaft nach Zorgan überstellt und wir werden Anschläge in den Tavernen Kuslik, Belhanka, Betana, Grangor aushängen. Viel Erfolg, Ruhm und Ehre dem Horas, CDQ, Großadmiralin des Horas. An meinen geschätzten Freund und Gönner Emran Störrebrand. Sehr geehrter Freund, ich schreibe euch, einer meiner geschätztesten Freunde und Gönner, in einer Zeit, wo Freunde und Gönner spärlich gesät sind. Wie ihr natürlich wisst, ist unser Kampf gegen die Heptarchen und die von ihnen besetzten Lande weit gediehen. Wir erschlugen den wahnsinnigen Erzreichsverräter Galotta, wir vernichteten den schwarzen Drachen und seine Diener, machten die unheilige Dienerin der jenseitigen Sphären die Miona nieder und tilgten den Buckling Xeran von Dera. All dies konnte nur gelingen, da uns unsere Freunde und Helfer unterstützen. Nun bitte ich euch, einen Menschen, der für seine Großzügigkeit und Güte bekannt ist, um Hilfe, um einen weiteren Heptarchen zu vernichten. Dieses Mal führt uns der Kampf in die blutige See, um eine weitere Arche,
die Plagenbringer und ihren Herren Darion und Paligan zu zerschmettern. Ich ersuche euch demütig, uns eine großzügige Kreditlinie einzuräumen, um den Kampf zur endgültigen Befreiung des Perlmiers zu erreichen. Die Befreiung der Menschheit von Dunkelsinn und Verdammnis wird nicht immer auf dem Schlachtfeld entschieden, sondern bedarf vieler helfender Hände jenseits des Blutvergießens, und diese Hände werden selten erkennbar. Doch ihr gehört zu der Sorte weitblickender Menschen, die eine Gelegenheit erkennen und beim Schopf ergreifen. Euch ist es gegeben zu helfen, und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr helfen werdet. Zu diesem Zwecke werde ich euch noch einmal bei euch in Gard zu einem euch genehmen Termin vorsprechen, um weitere Fragen von euch zu beantworten. In treuer und freundschaftlicher Ergebenheit verbleibe ich als Rittershaus Gareth, Magus, Drachentöter und Heptarchenschlitter, Signorino Abelmir Jamorenes. Monsignorino Jamorenes, gern ist das Haus Störreband bereit, euch einen Kredit im Rahmen von 10.000 Dukaten zu gewähren. Die Zinsen betragen für Helden des Reiches lediglich 2% anstatt der sonst üblichen 5% pro Jahr. Auch den sogenannten Zinseszins werden wir euch zuliebe verzichten und euch so ebenso entgegenkommen. Solltet ihr Reparaturkosten in Anspruch nehmen müssen, so sei euch Festum anempfohlen. Dort können wir euch ebenso einen Nachlass gewähren. Waren aller Art könnt ihr dort vertreiben, gerne nehmen wir auch nördliche Region Speisen und Felle entgegen. Der Winter schneidet hart in der Heptarchie des Schwarzen Eises und die Stadt darbt. Besucht uns gerne, in meiner Abwesenheit tut das wohl auch jeder informierte Kämmerer. In unserer Residenz zu Gareth, es grüßt E. Störrebrand. Hochverehrter Kapitän Ruban Ibn Dahmani, Rieslandfahrer und Repräsentant der weltberühmten Avis-Loge in Kunchom. Ohne Zahl sind die Abenteuer, die ihr schon bestritten habt. Und kein Sterblicher vermag es, die Reichtümer zu beziffern, die ihr von euren Fahrten zurückgebracht habt. Die Halmamudim preisen eure Großzügigkeit und sagen, niemandem liege das Perlenmeer so sehr am Herzen wie euch. Darum wende ich mich an euch. Denn um nichts Geringeres geht es, als um die Befreiung des Perlenmeeres von der Geißel der schwimmenden Heptarchie Darion Paligans. Vor einigen Jahren wurde der erste Schritt getan. Die Eroberung der Dämonenarche Gezeitenspinne durch Kapitän Yalan und seinen ersten Bordmagus Abelmir Jamorenes, die letztlich durch ein Perreine-Wunder erlöst wurde, davor jedoch dem Feind in der Hand jener aufrechten Helden noch herbe Verluste zufügen konnte. Danach hat man die Befreiung des Perlenmeeres wieder schleifen lassen, weil die Heptarchen zu Lande die drängendere Bedrohung zu sein schienen. Doch damit ist jetzt Schluss. Die Helden von damals, die in der Zwischenzeit Galotta, Rassasor, Dimiona und Xeran zu Fall gebracht haben, rüsten erneut zum Angriff auf die schwimmende Heptarchie und benötigen eure Hilfe. Nie habt ihr in der Vergangenheit gezögert, ein Aves, Fex und Effert gefälliges Unterfangen zu unterstützen. Und so hoffen wir auf euch, wenn es um die Finanzierung eines Schiffes geht, welches der Plagenbringer die Stirn bieten kann und von dem man noch in Jahrhunderten erzählen wird. Tarafsunya Zulamin al-Shabra, Salar Shalia Ajer Khalil. Im Namen der Aachentöter um Kapitän Yalan und seinen ersten Bordmagus Abelmir Jamorenes. Oh, ihr Kinder der Wagemut, gerne würde ich euch bei Wein, Tee und Gebäck hören. Einmal schon habe ich eine Expedition finanziert, ohne selbst auf den Schiffsplanken zu stehen. Keine Nachricht, bis auf die eurige, welches Gutes erahnen lässt. Ein Sohn der Vorsicht will ich sein, Effert und Aves nicht weiter entzürnen und euch vor gleichem Schicksal wie meine Perlenmeer-Expedition behüten. Doch wenn ihr es nicht schafft, wer sonst? Ihr Kinder der Wagemut habt bereits 4 Heptarchen vernichtet. Widmet euch nun dem Schlimmsten von ihnen. Verschlagenheit und Dunkelgroll sitzen in dem Propheten der Ersäuferin. Bevor ich jemals wieder nach Rakshasastan übersetzen kann, muss die blutige See vernichtet sein. Nehmt meine 10.000 Dukaten und fasst eure Geschichte für mich selbst später zusammen. Ich will bei Keksen und Wasserpfeife davon hören, wenn ihr in Kunchom geht.
seid die Töchter und Söhne des Erfolgs, Ruban ibn Dahmani. P.S. Rafik lässt vermelden, dass er euch gerne kennenlernen mag. Zu Händen der Prokuratorin des Handelshauses Zirkelwitz, Festung. Geehrte Dame, unter Betrachtung unserer beiderseitig fruchtbaren Vereinbarung, welche uns bereits in der Vergangenheit verbunden hat, empfand ich es für angemessen, euch direkt mit folgendem Angebot zu kontaktieren. Wie das Schicksal es zu wollen scheint, werden meine treuen Kameraden und ich es wieder einmal wagen, die blutige See von der Plage der schwimmenden Hertahi, welche das Perlenmeer und gar die Küste eurer Heimat selbst heimsucht, in ihrem Würgegriff hält, zu befreien. Da sich diesmal, den Göttern der Dank, keine Dämonenarche hat entern lassen, welche gegen ihre einstmaligen Herren gewandt werden kann, benötige ich allerdings Geldmittel zur Finanzierung eines Schiffes und einer fähigen Mannschaft. Dem folgend ist nun also meine Bitte, mir einen angemessenen Kreditrahmen zu annehmbaren Konditionen bei eurem ehrwürdigen Haus zu gewähren. Im Austausch für die selbstlose Bereitstellung eines solchen Kredites zu geringeren Zinssätzen, als die derzeitigen Lagen folgend üblich wären, lässt sich zwischen unserer Unternehmung und eurem Haus die Lieferung von Korn und Reis zu einem für euch gewinnbringenden Einkaufspreis nach Festung arrangieren. Sollte ein solcher Handel eurem hervorragenden Geschäftssinn entsprechen, so kann euer Vertreter vor Ort in Kunchum oder Zorgan exakte Konditionen aushandeln. Möge Preis euch bewahren und Wex euch segnen. Jalan Greifenmund. Geehrter Herr des Reiches, wie ich gerne betone, erkannten wir eure Fähigkeiten schon lange bevor allen anderen. Noch bevor GCEG und DSDR gefallen waren, haben wir, die Festumer Einlage und Wechselhalle, eure Heldentaten geschätzt. Das Haus Zirkewist ist wie immer zulässig und liquide. Gerne sind wir bereit, euch mit 10.000 goldenen Münzen in einem beliebigen Wechsel an der Nordlandbank einer beliebigen Stadt auszuzahlen. Aber wir müssen unabhängig von der Lieferung Getreide über Sicherheit sprechen. Solltet ihr oder euer Schiff untergehen, die Götter mögen bewahren, dann haben wir niemanden, bei dem wir unser Geld zurückholen können. Welche Sicherheiten seid ihr also bereit, uns im Zuge zu geben, welche den Gegenwert rechtfertigen? Da ihr aktuell an der Perlensee weilt, wäre eine Übertragung eurer Habe in Gareth, die ehemalige Villa Wertlingen, möglich. Solltet ihr auf eurem Meere vermisst gehen oder das Schiff versinken, welches ihr betreten habt, so möge das Grundstück mit all seinen Gütern an das Haus Zirkewist und damit an die Nordlandbank fallen. Mukosha möge eure Reise begleiten, Milota. An den Convocatus Primus der Bruderschaft der Wissen und Spektabilität der Akademie der Vier Türme zum Meerraum, Salpi Conservatin. Meister, wir haben es geschafft und Zeran bezwungen. Mit Hilfe meiner Gefährten konnte ich den Bucklien bezwingen und die Legion von Yakmonid vernichten. Ein vielleicht letztes Mal wollen wir uns aufmachen, einen weiteren Heptarchen zu bezwingen, und abgesehen vom schwarzen Drachen scheint dies wohl unser schwerster Kampf zu werden. Darion Paligan, im Besitz des Charybdor-Splitters und Herr der Dämonenarche-Plagenbringer, ist das auserkorene Ziel unserer Queste. Vielleicht könnt ihr uns weiterhin unterstützen mit Materialien, materiellen und immateriellen Dingen. Zuallererst ist mir zu Ohren gekommen, dass mein Freund Ravim Ibn Kanava bei seinem Orden um die Unterstützung durch einen alanfanischen Bordmagier bat. Vielleicht könntet ihr die in Frage kommenden Kandidaten auf ihre Tauglichkeit für unsere Sache prüfen und bei der Suche behilflich sein. Des Weiteren würde es unserer Sache helfen, wenn ihr uns für unseren Kampf zur Befreiung der blutigen See ein paar ausgewählte Hilfsmittel und Artefakte zur freien Verfügung stellen könntet. Eine Liste habe ich dem Brief beigefügt. Da ich meine nächsten Monate und Jahre vermutlich auf einem Schiff verbringen werde, anstatt, wie von mir erhofft, an eurer Seite, um von euch zu lernen, erbitte ich mir einen persönlichen Gefallen. Würdet ihr in eurer Großzügigkeit eine Meisterformel des Cantus Umbra Pauta Schottentür zur Verfügung stellen, um diesen dann gemäß meines Auftrags in Vollendung zu lernen und zu verwenden? Ich werde euch, soweit mir dies möglich ist, bald Berichte über den Stand unserer Queste schicken, um euch über den Verlauf in Kenntnis zu setzen. Euer Freund, Magus Abelmir Jamorenes. Abelmir. Beschränke dich auf das Wesentliche und prahle nicht mit alten Erfolgen. Zickzahl pflegt zu sagen, Ngischre, Kzktak, Srimke, Tschok. Du kannst nur zu etwas Besserem werden, wenn du dich häutest.
Anbei findest du eine persönliche Abschrift der Umbra Januam für den persönlichen Gebrauch. Zudem sende ich Knospendecker Jubo, Arcanium zur Darstellung der Artefakte, Mendorium zur Darstellung der Artefakte, Brandsalbe, Heiltränke, Zaubertränke, eine Einheit Tsatsamotoxin, Kelmon, Gelbschwanz, Skorpiongift, Koschbasalt für beliebige Steinmetzarbeiten, Blaubasalt für Steinmetzarbeiten. Es grüßt Savertin.